11 Hängebauschweine unterschiedlichen Alters in ihrem vorläufigen neuen Zuhause. In dem Stall auf der Lucky Farm haben sie Unterschlupf gefunden. Claudia Brunner vom Förderverein Lucky Farm e.V. wurde quasi von heute auf morgen zur vorübergehenden Eigentümerin der 3 trächtigen weiblichen Tiere und der 8 Eber. Das geht immer recht plötzlich. Da kommt ein Anruf ins Tierschutzbüro von einem Landratsamt hier aus Nordbayern mit der dringenden Anfrage, ob wir Tiere aufnehmen können, weil eine Wegnahme amtlicherseits ansteht und der Staat selbst ja überhaupt keine Auffangmöglichkeiten hat. Die Tiere im Alter zwischen 6 Monaten und 5 Jahren stammen aus einer Privathaltung aus dem Landkreis Haßberge. Das dort zuständige Veterinäramt sah die tierschutzrechtlichen Auflagen als nicht erfüllt an und musste handeln. Eine der ersten Anlaufstellen war der Gnadenhof von Claudia Brunner. Ich habe dort auf diesem Grundstück gesehen, dass die Tiere also wohl im Freien leben und auch in eine Scheune konnten, was aber alles nicht ordentlich betreut war. Es war hier Berge von Mist zu sehen und auf dem Grundstück war sehr viel Sperrmüll und auch Gegenstände, die gefährlich waren für die Tiere. Vom Zustand her muss man sagen, es ging nicht um das Leben der Schweine. Die Tiere sind nicht zu dünn, die Tiere sind wohl gefüttert worden, aber man sieht auch an der Haut, an den Borsten, dass es schon hier an Ernährungsbestandteilen fehlte. Dass größere Tiere oder ganze Herden, wie in diesem Fall, dem Besitzer entzogen werden müssen, tritt eher selten auf. Oft müssen die Veterinärämter, vor allem kleine Tiere, aus einem verwahrlosten Zustand in die Obhut von Tierheimen oder Auffangstationen bringen. In aller Regel erfolgen solche Fortnahmen von Tieren aufgrund von Anzeigen von Privatpersonen oder von Organisationen, dass das Veterinäramt aufmerksam gemacht wird auf tierschutzwidrige Zustände. Und bei einer Vorortkontrolle wird dann mitunter festgestellt, dass Zustände herrschen, die in keinster Weise mehr tierschutzrechtlich tolerabel sind. Wie es jetzt weitergehen soll, weiß Claudia Brunner selbst nicht so genau. Klar ist, dass eine Lösung her muss und das so schnell wie möglich. Denn der Förderverein kann und will die Tiere nicht behalten. Die Tiere wurden vom Landratsamt an den Förderverein Lucky Farm übereignet. Das heißt, keiner wollte sie, wir hatten sie gleich. Und wir müssen jetzt selbst sehen, wie wir damit klarkommen. Der Landkreis hat, wie auch fast jeder Landkreis hier im Umfeld, kaum Finanzen, um das gut zu bringen, was an Aufwand besteht. Wir haben eine gerade eben mal 3-stellige kleine Summe in Aussicht bekommen als Aufwandsentschädigung und der Rest geht voll und ganz zu unseren Lasten. Da wir aber über ein sehr kleines Budget verfügen, werden wir auch nichts investieren können, solange wir nicht von der Bevölkerung unterstützt werden. Jetzt hofft sie, dass sich Interessierte melden, die eines oder auch mehrere der Hängebauchschweine aufnehmen möchten. Idealerweise haben sie Erfahrung mit solchen Tieren und einen freien Garten oder Hof. Denn draußen fühlen sich Schweine immer noch am wohlsten. Ja,